Reflections, Ubisoft Studio. Growhome spielt sich am besten mit einem Gamepad. Bewegen, umsehen, rechts und links greifen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Growhome, einem neuen Indie-Spiel, was ich heute let's playen werde und jetzt auch eine Weile eben, bis es durch ist. Logisch. Und ja, es ist ein Indie-Spiel, Open-World-Spiel, kann man viel erkunden und so ein Zeug. Und mein allererstes Facecam-Video und ja, genau, was soll ich noch dazu sagen? Ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Ich habe natürlich schon kurz angespielt, ne? Kurz. Deswegen muss ich meinen Spielstand hier überschreiben. Aber allzu viel weiß ich nicht. Ein Planet. Und eine große Pflanze. Da wird unser Roboter gleich aktiviert. Und abgeworfen. Knapp am Meteor vorbei. Meteor, nein, es sind schwebende Felsen. Und Pilze und so. Und Spaß haben ist ein wichtiges Ziel, ja. Das sehe ich auch so. So, ja, unser Energiestatus ist gering. Wir laufen natürlich ganz normal mit den beiden Triggern durch die Gegend und unsere Kamera und so. Das hier ist, wie ihr seht, ein Telerouter, also ein Teleporter. Aber wir brauchen natürlich erstmal noch mehr Teleporter, dass wir überhaupt was damit anfangen können. Ja, und unser Energiestatus ist leider gering. Das nervt auch übel. Und deswegen gibt es hier Energiekristalle. Die können wir nehmen mit den Schultertasten und 1% Kristalle, also einer von 100. Springtunnel mit A. Der Roboter sieht immer so maximal derpy aus und bewegt sich komplett behindert. Genau, wir können auch einfach irgendwelche Kakteen rausziehen oder greifen oder so. Ja. bringt uns zwar, glaube ich, nichts. Ins Wasser dürfen wir natürlich nicht, ne? Da ist Ende für unseren Botanical Utility Droid. Und dann können wir uns einfach hier hochhangeln. Am Felsen mit unseren Magnethänden und sehen schon und hören schon den nächsten Kristall. Ich kann den rausziehen und dann haben wir schon 2%. Sind ja nur noch 98. So. Und dann geht es weiter aufwärts. Ihr seht schon hier lauter schwebende Inseln und so. Also hier die Erde kann es nicht sein. Ne? Und Kakteen überall hier gerade. Und dann sehen wir die Insel oder den Planeten in seiner Schönheit. Krümel, dieser Ort ist erstaunlich. Untersuche die Natur sorgfältig und bringe die Sternpflanze zum Wachsen irgendwie. Sieht so richtig böse aus, das Teil. Ja, ja, die Sternpflanze. Wir hören schon wieder einen Kristall irgendwo. Achso, ja, ne, die Herbstblume können wir nehmen. Ziehen wir raus und haben sie dann als Rucksack und können dann einfach fliegen mit der. Ich check bloß, ob da unten ein Kristall ist. Hm, sieht nicht so aus, ne? Und dann können wir mit der fliegen. Wir kriegen aber auch so keinen Fallschaden, weil wir sind ein fucking Roboter. Und dann nehmen wir einfach mal den Kristall. Das Steuern ist hier sehr schwer manchmal. Da läuft man einfach viel zu oft, viel zu weit. So sieht das Fliegen hier aus. Und die Blume verbraucht sich dabei. Und dann können wir nach unten fallen. Und ich habe schon wieder ein Kristall hier irgendwo. Wir haben auch 100% hier irgendwo schon einen übersehen. Ah, da ist der Kristall hier. Und da ist auch noch mal einer. Nehmen wir uns mal den mit. Wir können ja springen auch, ne? So. Also die können auch hier, ihr seht ja, in der Decke stecken oder an der Wand kleben oder so. So. Hat den auf jeden Fall mitgenommen, den Kristall. So, dann ist der nächste. Mal gucken, ob wir den vielleicht mit einem Sprung erreichen können. Oh yes. Super, da haben wir schon 5 von 100. Und da ist ein, was ist es? Genau, der nächste Telerouter. Können wir hier aufziehen und dann quasi ein Checkpoint. Da können wir uns dann zurück teleportieren. Sollte irgendwas passieren. Keine Ahnung. Oder sollten wir einfach noch Kristalle brauchen oder sowas?
und finden einfach keine mehr in der Gegend, wo wir gerade sind. Dann einfach dahin, genau. Da ist übrigens die Stammpflanze und hier sind noch ein paar Kristalle. Ich nehme jetzt mal jeden mit, den ich kriegen kann. So. Vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, also oft sind vielleicht auch versteckt, zum Beispiel hier in dem Felshaufen, das ist bestimmt was. Ein Schaf ist da. Reiten wir das Schaf. Können wir es da rausziehen? Können die Felsbrocken wegnehmen? Komm schon. Ein bisschen springen. Ah. Werf mal den weg. Naja, egal, das Schaf braucht eh niemand. Ja. Oder kann ich das Schaf nehmen? Nee. Doch, ich kann ein Schaf nehmen. Ja, ich krieg's nicht raus. Es steckt fest. Nicht, dass es mir irgendwas bringt, aber. Vielleicht kann man mit dem Schaf noch was machen. Das weiß ich ja nicht. Ach, egal. Egal. Wir suchen lieber die Kristalle. Oh, da war doch einer, oder? Doch, der Schimmel ist so blau. Da ist ein Kristall. Da ist einer drunter. Oder? Hier schimmert es doch so blau. Oder ist es einfach nur... Nee, es ist einfach bloß das Licht. Naja. Okay, gut. Genug Zeit verschwendet hier jetzt. Der nächste Kristall, der hier offensichtlich ist, ist da. Ah, da oben ist auch noch einer, aber da habe ich jetzt keinen Bock hochzugehen. Wir wollen die Stirnpflanze auch noch erkunden. Und warte mal, da? Ah ja, da unten drunter ist einer. Und da kann ich auch mich reinglitschen. Nice. So, dann gehen wir mal da hoch. Natürlich, was mal zu dem Kristall. Komm schon, ich geh raus jetzt. Und ist wieder eine Blume. Vielleicht können wir da unsere alte damit aufladen dann. Oder? Komm schon. Nehmen die Blume. Ja, komm schon jetzt. Alter, der bewegt sich wie ein Spaß. Jetzt egal ist. Wir gehen jetzt mal hoch auf die Pflanze. Da ist ein I, da gehen wir mal hin. Ich höre irgendwelche Geräusche von irgendwas, was ich vielleicht gar nicht sehen will. Das hört sich böse an. Vielleicht ist es am Ende noch die Pflanze. Oh Gott. Begreif dir den Spross und halte dich gut fest. Wachsen mit X. Drücken wir mal X. Alles klar. Noch 3 Energiefelsen sollten reichen, um die Stirnpflanze mit der schwebenden Insel da oben zu verbinden. Okay. Also, alles klar. Gut, dann müssen wir wohl weiter hochklettern hier auf der Stirnpflanze. Da ist ein Blatt, vielleicht können wir da noch irgendwie weiter hochkommen. Wo ist denn der nächste Spross? Man sieht hier wieder nichts. Oh Gott, so. Sieht man von hier aus was? Da ist der nächste Spross. Extrem elastisches neues Wachstum. Interessant. Federblatt, da kann man bestimmt als Trampolin was machen. Hundertprozentig. Alles klar. Ja, was? Das ist ja vollkommen übertrieben. Da brauche ich hier meine Blume. Und X drücken. Oh, ich muss aimen. Oh shit. Ja gut, das ist jetzt nicht schwer, ne? Bats. Wo ist denn der nächste Spross hier? Ah, auf der anderen Seite direkt. Den sehe ich doch direkt hier. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nee, man kriegt hier zwar keinen Fallschaden. Aber angenehm ist es trotzdem nicht, wenn ich hier runterfalle. Weil dann kann ich den ganzen Scheiß wieder hochklettern. Deswegen immer schön die Trigger festhalten. X zum Wachsen. Muss ich hier irgendwo hin? Ah, da muss ich bestimmt hin, aimen wieder. Ja. Ich frage mich, wie weit man den wachsen lassen kann, ohne irgendwo hinzuaimen. Ja, ne? Geht ein gutes Stück. Oh, da wächst ein Blatt. Das ist cool. Und da ist ein Teleporter. Den müssen wir aktivieren. Und zwar dringendst. Alter, gehen wir wieder hoch. Wir gehen wieder hoch und benutzen das Blatt. Und dann haben wir unsere Blume und dann fliegen wir darüber.
Ich hoffe, die Blume reicht noch. So, Kurs aufnehmen. Ja, reicht ja fast schon ohne Blume hier. Und da ist auch die nächste Blume. Und dann können wir den hier zerlegen. Ach Gott, muss ich da jetzt jeden von den... Komm schon. Ich glaube, die Pflanze macht das Geräusch. Oh, da ist nochmal ein Energiekristall. Den müssen wir natürlich wegnehmen. Ich habe schon unter Garantie irgendeinen liegen lassen. Ne? Das kann ich euch direkt sagen, aber... Die Teleporte, die lassen einem da ein bisschen Freiraum. Oh Gott. Puh. Aber nur, was hätten wir jetzt den Teleporter? Hm. Das ist nicht schlecht. So. Wo ist denn der nächste Trieb? Ach, der ist direkt da. Das ist natürlich ziemlich schick. Oh nein! Oh Gott. Oh, da ist auch noch ein Trieb. Gott sei Dank bin ich da runtergeflogen. Dann hätten wir fast den Trieb hier übersehen. Okay, okay, okay. Ja. Nein. Ja, jetzt nehme ich den Teleporter, das ist mir zu blöd. Da gehe ich darauf nicht mehr hoch. Wäre ja schön dämlich. Land ja weich in einem Steinhaufen. In dem nochmal ein Energiekristall ist, wie ich gerade sehe. Super, Alter. 10%. Drücke den rechten Stick. Oh! Also, ich weiß noch nicht, was uns das bringt, dass wir jetzt zoomen können. Aber wir können es. Okay, also dann wissen wir, was wir... Dann schalten wir quasi alle 10%. Schalten wir was frei. Okay, um den linken Stick zu navigieren. Okay, ja. Wohl dahin. Oh, die Map, die ist noch ein bisschen größer, ne? Dann teleportieren wir mal. Sieht ganz schick aus. Und dann dörpen wir mal weiter. Und da unten ist auch noch ein Trieb. Hey, das ist ja Wahnsinn. Aber wo soll denn der Trieb dann hinwachsen? Und wo soll vor allem der Trieb hinwachsen? Oder haben wir da so ein bisschen die Freiheit? Dass wir sagen können, ja, wir brauchen nicht jeden Trieb, den... Ich weiß ja nicht. Ah, vielleicht können wir ihn da hinwachsen. Vielleicht haben wir echt eine Freiheit, was das anbelangt. Ich meine, wir müssen 4 wachsen lassen. Und ja, es sieht sehr danach aus, als ob das egal ist, zu welchem Felsen wir sie bringen. Oh, jetzt durchbricht sie. Die Insel. Stürmisches Wachstum, fabelhaft. Also gesund sieht diese Pflanze ja nicht aus. Auf keinen Fall. So, jetzt gehen wir mal da hoch. Auf den Felsen, weil da ist wieder ein Energieding. Und wenn wir da wenigstens was damit freischalten können, wissen wir ja wenigstens sicher, dass die etwas bringen. So. Oh, da sind noch ein paar Blumen. Nein, nein, nein. Ach Gott. Diese Steuerung, ich sag's euch, das ist echt abartig. So. Ganz durch, ganz durch. Okay. Okay, wir können den Kaktus umwerfen. Da oben noch was? Nö, ich höre auch nichts. Die bringen uns auch nichts. Okay, okay, Moment. Wir müssen doch jetzt eigentlich da hochklettern, ne? Und da ist so ein super elastisches Blatt. Das können wir bestimmt als, wenn die Blume bis dahin reicht, mal rauszoomen. Bringt doch gar nichts, rauszoomen zu können. Wahrscheinlich sehe ich das falsch. Na, das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist Blatt. Also nein, das kann halt nicht sein. So, vielleicht können wir ja den Trieb auch als... quasi... Weil hier ist ja nirgendwo mein Stein, den wir hier ranmachen können, ne? Die sind ja alle schon benutzt. Vielleicht können wir den auch einfach als Rakete benutzen nach oben. Oh, da ist ein Stein, ein paar müssen
Nehmen wir halt die, ne? Auch wenn das keinen Sinn macht, dass der... Na, ist der Trieb am Ende. Weiter kann ich nicht mehr wachsen lassen. Aber dafür ist da jetzt ein Blatt. Oh Gott, so, jetzt muss ich aufpassen. Dass ich hier auf der Insel lande, sehr gut. Haben wir jetzt gleich eine Ebene hochgeschafft. Pilze, sieh dir diese wundervollen, faulenden Formen an. Morcheln und Fliegenpilze und natürlich den Checkpoint da. Lege ein Objekt in den Telerouter, damit ich es analysieren kann. Ein Objekt soll ich da reinlegen. Jetzt aktivieren wir den Telerouter da oben erstmal, dann können wir auch was reinlegen. So sehe ich das nämlich. Macht ja Sinn, dass die nicht sofort aktiviert sind, sondern dass man die erst aktivieren muss. Aber ja. Leg doch da gerne ein Objekt rein. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge, weil jetzt haben wir ja quasi den Checkpoint erreicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt... wie hieß der Bot nochmal? Ich hab's vergessen. Egal. Grow Home. Bis zum nächsten Mal. Ciao.